Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuschaut. Heute haben wir mal was ganz Kleines mitgebracht. Das ist ein Schwein, auch wenn es rosa ist. Nicht so dunkelrosa sind Schweine, aber sieht geil aus. So, und zwar ist das hier von Daya. Gekauft bei Bluebricks. Kostet 3,95 Euro. Gibt es bei denen im Store auf dem Mühltisch, trägt die Bluebricks Nummer 10 40 24, besteht aus 270 Teilen. Ja, und so sieht das, gefällt mir auch, würde ich auch gern zusammenbauen. Jetzt werde ich euch schocken. Ja, das ist aber so. Zerlegen habe ich gelernt. Psst. Klemmi ist auch da. Genau. Den zerlegen wir aber heute nicht. Ich habe auch so ein schönes Set, und zwar eine Quietschente. Ja, auch 3,95 die Artikelnummer von Bluebricks ist die 104025. Hat die interne Bezeichnung 668-90 und hat 320 Teile. Ja, ja, muss man mal aufmachen. Genau. So, hier haben wir einmal die Bauanleitung. Oh, das kann was werden. Das kann was. Ja, so sieht Schwein aus, wenn fertig. Und so sieht es aus, wenn ich anfange. Na gut. Aber wir haben uns eine Hilfe geholt. Ja. Von Zuschauern empfohlen. Und wir haben sie uns besorgt und bereits mitgearbeitet. Das ist nicht zum Haare aus der Nase ziehen. So, wollen wir mal. Ich habe jetzt zwei Tüten drin. Ich darf nur eine haben. So. Ja, wir werden es so machen wie immer. Wir werden anfangen aufzubauen. Und dann werden wir in den Speed-Modus gehen. Lemmy muss noch ein bisschen üben mit diesen Timestamps. Ja. Sorry, Nobby. Den bringe ich schon mal zur Verzweiflung, wenn ich die Timestamps vergesse. Man kann auch so vorklicken. Er muss dann die richtige Stelle suchen, das mag er nicht. So. Und woher willst du die richtige Stellung wissen? Stelle. Echt? Stelle. Ui. Teile dran, aber von da ja. Geil. Müssen wir einen davon dann mal. Ja. Dann würde ich doch mal sagen, ich werde mal ein bisschen anfangen. Ja. Direkt am Anfang. Ach, ein bisschen Hitze drauf geben und ein bisschen zusammen tun und die Form bringen. Jo. Ja, mal gucken, dass wir da irgendwie. So, fünfmal den Schrott hier. Komm, auf geht's. Na, wer wird mich gleich hier anfallen? Oh, cool. Hab doch noch gar nichts gemacht. Vier, fünf. So. Dreimal ein Vierer. Das sind sogar Slopes dabei. Das ist ja halt. Big Slopes. Komm, gib mir den vierten. So. Was? Alter Schwede. So, 4, 6, 8, 10, 12, 16 mal eine Ecke. Das hat.
10-mal ein 2-mal-3er. Kommt sehr gut voran. Ja, da muss ich auch zusammensetzen, nicht nur sortieren. So, jetzt habe ich das Krempelchen. So, jetzt wollen wir mal einen Anfang machen. Da bin ich jetzt schon gespannt drauf. So. Das ist echt gut. Setze ich von vornherein gleich zusammen. Dann macht das mehr Sinn. Ja, das ist hier ein sehr konzentriertes Schlemmen, ja. Weil da das muss nicht man ohne ist. Schon ein bisschen und so. Ja, ist auch so ruhig hier. Ja, sonst haben wir immer groß Maul. Ich find's herrlich, ich find's geil. Doch, muss sein. Wo bin ich denn hier? Also die Zange hilft unheimlich. Was muss ich denn da reinsetzen? Muss mal sehen, dass ich da irgendwie eine Verbindung kriege. Ja, das ist immer das Schwierigste bei den ganzen Sachen, dass man das erstmal irgendwie im Grund reinkriegt. So, das braucht man oben drüber jetzt. Die hier. Ja. Das war natürlich schon wieder eine Ebene zu hoch.
Ich bin ein Klon. So. Den da rein. Erstmal so das Grundgerüst zusammen hat, dann das versuche ich gerade zu kriegen. Ich wollte nur ein bisschen ablenken. Ja, war mir klar. Das war mir klar. So. Vier von denen. Das habe ich befürchtet. Falls ihr euch wundert, was hier Schönes im Hintergrund steht, das sind die Tassen. Ja. Da haben wir schon mal ein bisschen was vorbereitet. So, jetzt kommt da ein einzelner Dreier. Dann hier so ein Ding. Vor allem, wenn du so gut erkennen kannst, was wohin gehört. Also wie die. Ja, weil die immer zwei Schritte übereinander machen meistens. Ja, ne? Bei dem Gelben ist es so, dass du unterschiedlich erkennst zwischen der Ebene und die Ebene drüber. Also die Steine auseinanderhalten. Sollst du ja auch gar nicht erkennen. Genau. Ich habe so eine Vermutung, warum. So, 1, 2. Das stimmt schon mal. Jetzt sind wir da. Winkel. Und. Ja. Also das daher scheint wohl etwas komplizierter zu sein von Bautechniken her. Soweit wie ich das hier sehe. Weil so viele Winkel hatte ich auch noch nicht gebaut. Einer Schicht. Irgendwie verkehrt. Bauschritt 1 fertig. Yep.
So, ich mache mal da eine Pause. Ja. Es ist vollbracht. Bauanleitung, super. Das Schlimmste sind nur die ersten zwei Ebenen. Danach geht das von der Hand ohne Ende. Ja. Ohne großes Nachdenken. So, das sind die Teile, die über sind. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Teile. So. Dann haben wir hier zwei Fehlgüsse. Beziehungsweise bei einem waren noch die... Na. Gussecken dran, die musste ich abschneiden bei einem 1x4er. Habt ihr ja gesehen, wie ich das Messer in der Hand gehabt habe. So, hier haben wir auf der Seite so eine kleine Ecke. Egal, scheiß drauf. Entschuldigung. So, dann haben wir hier, die werfe ich nicht weg, weil wir wollen noch ein paar andere Sachen später mal irgendwann nächstes Jahr, dies Jahr nicht mehr. Ich habe noch dieses Jahr so viel zu tun. Clem Valley wartet auf mich. Da kriege ich schon ein richtig schlechtes Gewissen. Dann haben wir hier noch jede Menge zu machen. Arbeiten müssen wir auch noch. Ja. Ja, wenn wir 1,8 Millionen Abonnenten haben, wo dann jeden Tag 1 Million gucken, dann könnten wir uns komplett um den Kanal kümmern. Haben wir nicht. Wollen wir auch nicht. Denn bei 1 Million allerdings... Kommentaren. Ja, da muss ich mal mindestens 4 oder 5 Leute einstellen, die das dann beantworten. Ja, gut. Die guten Teileklemmer haben 2-3 Mal gebraucht. Der kommt in ein extra Tütchen mit Aufschrift, was es ist. Steht auch drauf. Und genau. Dann irgendwann stellen wir mal die Teiletrenner alle vor. Wie gesagt, die Bauanleitung super. Das Schwein hier auf der genauso wie es da ist. Kein Problem, das nicht. So, dann soll euch Clemming mal ein bisschen was erklären. Ups, jetzt habe ich einen Schlickser. Lass uns da drin. Genau. Wir schnibbeln nicht. 27 Teile habe ich hier über. Bei der kleinen süßen Ente. Ey, ist wirklich niedlich geworden. Sieht auch exakt aus wie hier auf der Verpackung. Das wäre ein bisschen übertrieben. Bei der Anleitung auch die ersten zwei Bauabschnitte
Und ich halte es mal kurz nicht gemacht. Man sieht halt relativ schlecht, wo der eine Stein anfängt und der andere aufhört. Und da muss man wirklich ganz genau gucken. Und dann kommt man auch klar. Man sieht erstmal nur eine gelbe Lage bei dem Vogel. Und da soll dann eine andere gelbe Lage drüber. Und dann muss man erstmal gucken, wo hört jetzt die Ecke auf und wo fängt der andere an. Aber ansonsten wirklich fabelhaft. Sowas von stabil mit dem, das Ding kann man einen hinterher werfen und es liegt nichts ab. Doch. An dem, den du triffst. Da fliegen dann Zeug, Sachen ab. Die Zangen, wunderbar. Ja, nochmal Dankeschön für den Tipp. Wir hätten sie garantiert so nicht gekauft, aber sie haben sehr gut geholfen. Wenn ich einzelne Sachen irgendwo reinpacken musste, habe ich die Zange benutzt. Ansonsten mache ich es mit meinen dicken, fetten Fingern. So, da kommen die Dings rein. Das kommt auch da rein. Die Zange kommt wieder auf ihren Platz. Und dann wollen wir es denen mal schwindelig werden lassen. Oder willst du das... Lass die mal Karussell fahren da drauf. Ja, ne, haben es verdient. Ja. Auch der Bürzel ist mit diesem Schrägen sehr gut gelungen. Auch das... Ja gut, geringelt ist der Schwänzchen bei den Schweinen jetzt nicht, aber... Nein, muss ja auch nicht. Muss nicht, ne. Sieht auch so ganz niedlich aus. So, in die Community macht hier unser Klemmi nochmal 2, 3, 4, 5, 6 Fotos. Ja. Und wenn wir in Zukunft prinzipiell machen, wenn wir was vorstellen, machen wir mal ein paar Fotos in die Community rein. Da könnt ihr dann auch noch drunter texten, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann eben halt nicht. Aber ein Däumchen nach oben wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wenn es euch gefällt. Wenn nicht, und dann Däumchen nach unten. Ich bin zufrieden. Mein Schwein wird nicht mehr zerlegt. Das bleibt so. Der Vogel bleibt genauso, wie er jetzt ist. Ich weiß auch schon ungefähr, wo er hinkommt. Ich finde es geil. Wunderschöne Modelle. Ja. Müssen wir gucken, wenn wir wieder mal bei Bluebrick sind nächsten Monat. Ob wir da nicht noch ein paar andere schöne Tierchen finden, weil die gefallen mir. Die sind schön groß, nicht so extrem klein wie die anderen da jetzt. Ich nehme mal den Kuh. Genau, ist aus dem Teddy. Aus dem Teddy-Zeug, ne? Ein Euro-Ding. 99 Cent, sorry. Hä? 99 Cent. Ja. Und die Größeren gefallen mir wesentlich besser. Dann werden die jetzt demnächst zerlegt werden und kommen in die große Diamond-Block-Kiste. Die Ente ist innen drin, also im Körper und im Kopf ein bisschen hohl. Muss ja sein, damit sie schwimmen kann. Ja. Damit sie Auftrieb hat. Hier im Kopf sind auch ein paar kleine Teile, die nicht massiv sind. Aber die Klemmkraft, Leute, herrlich. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, für 3,95 ein Schwein mit 200 und wie viel Teilen war das? 270 Teile. Lässt sich sehr gut bauen, wenn ihr die ersten zwei Lagen drin habt, dann flutscht das nur so. Ja, und wenn euer Schwein noch einen Freund braucht, kann er ein Entchen dazu bekommen. Ja. 320 Teile, auch 3,95. Genial. 100%ige Kaufempfehlung für Kleintierzüchter. Ja, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr auch so Tierchen mögt. Was für eine Größe. Ich meine, wer jetzt hier zum Beispiel wie heißt er nun wieder? Brickshaus kennt. Der hat so ein Tierchen, hat er am Eingang stehen. Ja. So ein gelb-schwarzes. Ja. Das hätte sich jeder in der Schule gewünscht, so ein langer Hals. Raffi heißt sie. Ja. Die Giraffe. Ja, wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Jawohl. Und wir wünschen euch einen schönen Tag.
und verabschieden uns mit. Baut so schöne Sachen. Es muss nicht teuer sein. 3,95 Euro. Ich bitte euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöle. Tschö.